Hallo liebe Zuseher von Bobart Aktuell, ich begrüße heute bei mir die Alexa Bach, ist ebenfalls Stadtratmitglied in Bobart und das Ganze folgt wieder heute in unserer Serie Stadträte im Interview mit Bobart Aktuell. Ihr wisst, das ist die Serie, die wir zusammen mit der Runde Bobart entwickelt haben und ich begrüße dich recht herzlich bei uns. Hallo Alexa. Danke, dass ich da sein darf. Ich kenne dich jetzt schon seit einiger Zeit aus dem Stadtrat, vom Beobachten. Vielleicht erklärst du den Bobbern, die dich noch nicht kennen, erstmal, wer du bist und wie du in die Politik gekommen bist. Ja, sehr gern. Also mein Name ist Alexa Bach. Ich bin hier in Bobbert geboren und aufgewachsen. Bin auch hier zur Schule gegangen. Ich habe dann Tiermedizin studiert und bin jetzt aktuell selbstständige Tierärztin. Ich bin 29 Jahre alt und sitze für die CDU in Bobbert im Stadtrat. Das jetzt in der zweiten Legislaturperiode. 2014 bin ich das erste Mal in den Stadtrat gewählt worden. Und ich muss sagen, meine Entscheidung, in die Politik zu gehen, die habe ich bis jetzt keinen Tag bereut. Das macht mir wirklich sehr große Freude. Ursprünglich habe ich den Weg dahin gefunden, zuerst über die Schule. Hier in Bobart auf dem Kant ist es so, dass im Sozialkundeunterricht man irgendwann mal eine Stadtratssitzung besuchen muss. Zumindest war es damals so. Und dann sollte man ein Protokoll darüber schreiben, was man da so erlebt hat und wie man das wahrgenommen hat. Das fand ich alles ganz spannend. Bei der Sitzung, bei der ich damals war, ging es dann auch ein Stück weit um Bebauungspläne. Und auch damals war sogar schon das damalige Hallenbad noch Thema. Und ich habe einfach gedacht, das ist so spannend, was die da machen. Das fand ich interessant. Da wollte ich ganz gerne mehr drüber erfahren. Dann gab es kurz drauf die Möglichkeit, sich im Jugendrat zu engagieren. Das ist ja eine Einrichtung, die Stadt Bobart schon seit vielen, vielen Jahren pflegt. Und das kann ich auch nur jedem wirklich ans Herz legen, wenn er junge Leute kennt oder wenn er selbst noch ein junger Mensch ist, dass man sich da mal für ein bisschen begeistert und hingeht und sich anschaut, was die so machen. Das ist ein ganz toller Weg zu mehr Teilhabe und auch später zu ganz tollen Wegen in die Politik. Da habe ich mich engagiert, war mit der Katharina Lahme zusammen damals im Vorstand. Also ich war stellvertretende Jugendratsvorsitzende und dann hat man natürlich Kontakt mit der Politik und hat Kontakt mit den verschiedenen Fraktionen im Stadtrat. Und ich muss sagen, mich hat damals der Wolfgang Spitz sehr begeistert, weil er hat uns zugehört, er hat uns auch ernst genommen wirklich. Das war so die Person im Stadtrat, an die man sich wirklich wenden konnte, wenn man Anliegen hatte. Wir durften damals ein Sidewalk-Konzert in der Stadthalle organisieren. Wir hatten sogar ein Budget dafür zugestanden bekommen. Das war wirklich toll. Und auch einfach diese Verantwortung übertragen zu bekommen und gesagt zu bekommen, hier, wir vertrauen euch da, wir wissen, ihr schafft das und wir glauben an euch. Und wenn ihr Probleme habt, meldet euch. Und wenn nicht, dann müssen wir euch auch nicht dauernd auf die Finger schauen. Das fand ich eine sehr schöne Kombination, sodass ich über ihn tatsächlich den Weg in die CDU gefunden habe. Ich muss auch sagen, ich finde mich in den Werten der CDU wieder. Gerade das christliche Menschenbild und die Maxime, dass Arbeit sich eben lohnen muss und dass die Menschen, die sich engagieren und die sich einsetzen für ihre eigene Zukunft und für Deutschland, dass die eben auch was davon haben sollten. Das liegt mir sehr am Herzen. Und so bin ich Stück für Stück in die Politik gekommen, bin inzwischen im Ortsbeirat, bin im Stadtrat, bin stellvertretende Ortsvorsteherin von Bobart und halt ja ein paar Parteiämter hat man dann ja auch. Oft. Ich bin Ortsverbandsvorsitzende der CDU, bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von der CDU und ja, das ist so mein Engagement zum jetzigen Zeitpunkt. Bist du auch innerhalb der CDU noch in irgendwelchen, also innerhalb des Stadtrates noch in irgendwelchen Ausschüssen beschäftigt oder bist du nur im Stadtrat? Nein, ich bin auch in verschiedenen Ausschüssen. Ich bin zum Beispiel ordentliches Mitglied im BUGA-Ausschuss, so nennt er sich. Also alles, was sich mit der Bundesgartenschau 2029 beschäftigt. Bin stellvertretendes Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, insbesondere dem Bauausschuss, dem Hauptausschuss, dem Ausschuss für Landwirtschaft, Forst, Natur, Umwelt. Und ordentliches Mitglied bin ich auch noch im Kita-Ausschuss, also das, was sich mit Kita und den Grundschulen in Bobart beschäftigt, da eben auch. Du bist, wie du gesagt hast, selbst Tierärztin und wie ich die Tage vernommen habe in unserem letzten Gespräch, arbeitest du gerade an deiner Doktorarbeit. Kurze Zwischenfrage vielleicht, wie weit bist du? Das ist ja immer die unbeliebteste Frage für jemanden, der an irgendeiner Arbeit schreibt. Nein, ich bin hoffentlich in den letzten Zügen. Wie gut das bei meinem Doktorvater ankommt, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Ich habe mal einen Teil eingereicht und muss jetzt einmal auf Rückmeldung warten, dass
sehen wir dann. Also im besten Fall fast fertig, im schlechtesten Fall irgendwo in der Mitte. Okay, das heißt, wie lange rechnest du noch von der Zeit her, bis du zum endgültigen Titel kommst? Ich habe ja angefangen damit 2018 im Sommer. Dann hatte ich ein paar Verzögerungen tatsächlich durch Corona, weil ich auch im Labor gearbeitet habe. Ich habe mit PCR-Untersuchungen gearbeitet, dann wurden die Kontingente natürlich gebraucht und das kann man ja auch nachvollziehen für Corona-Tests. Ich musste dann warten, dass wieder irgendwo Öffnungen da waren. Ich hoffe und glaube, dass ich 2022 zumindest fertig bin und es abgegeben ist und ich dann doch durchaus damit rechnen oder darauf hoffen kann, dass das auch so anerkannt und angenommen wird. Aber das liegt an jemand anderem. Jetzt bin ich ja so ein bisschen Laie in der Politik, in der Stadtpolitik und Arbeit des Rates. Jetzt sagtest du, du bist stellvertretende Ortsvorsteherin. Wie kommt man in diese Position? Warst du bei der Wahl des Ortsvorstehers auf Platz 2? Wäre zu vermuten von den Stimmen oder? Nicht ganz. Also ich bin damals nicht angetreten. Ich habe mich auch selbst zu dem Zeitpunkt einfach noch für zu jung und zu unerfahren für das Amt gehalten. Weil man, also das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, wie ich finde. Der muss man auch gerecht werden. Ich wusste noch nicht ganz, wo geht mein Leben hin, wo entwickelt sich das Ganze hin. War dann so in den letzten Zügen meines Studiums. Und dann steht ja die große Entscheidung an, ich habe fertig studiert, was mache ich jetzt? Will ich in die Selbstständigkeit, will ich irgendwo in ein Angestelltenverhältnis? Muss ich vielleicht sogar umziehen für einen Job? Und in diese Unsicherheit hinein hätte ich das unfair gefunden, mich da zur Wahl zu stellen, wenn ich selbst noch nicht weiß, bleibe ich hier, gehe ich weg? Was kann ich den Bürgern überhaupt anbieten? Von daher war ich nicht damals an der Wahl zur Ortsvorsteherin beteiligt. Die CDU hat stattdessen den Joachim Brokamp unterstützt in Boppard, der ja für die Bürger für Boppard angetreten ist. Und als dann die Wahl vorbei war, war der Joachim Zweitplatzierte, wenn man es so nennen darf, also der in der Stichwahl unterlegen ist. Und er hat mir dann angetragen, dass ich eben dieses Stellvertreteramt übernehmen könnte, wenn ich das wollen würde, da er da selbst eben kein Interesse in dem Moment dran hatte. Und da hatten wir uns dann drauf geeinigt und auch mit der Unterstützung der BFB war das dann so, dass ich vom Ortsbeirat zur stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt wurde. Es ist nicht so, dass jemand, der also stellvertretender Ortsvorsteher wird, auch bei der Wahl zum Ortsvorsteher angetreten sein muss. Genauso wie die Beigeordneten ja zum Beispiel auch nicht vorher als Bürgermeister kandidiert haben müssen, sondern der Rat, dem der Ortsvorsteher oder der Bürgermeister vorsteht, dieser Rat wählt dann die Stellvertreter des Vorsitzenden. Die quasi die Beigeordneten unterstützen, glaube ich, den Bürgermeister bei seiner Tätigkeit. Genau, also in Boppard ist es ja so, dass zwei der Beigeordneten aktuell einen Bereich haben. Und in diesem Bereich haben sie quasi die Aufgabe des Bürgermeisters inne. Der Bürgermeister ist ja der Chef der Verwaltung und die Beigeordneten haben in diesem ihnen zugehörigen Bereich die Befugnis, als Bürgermeister zu agieren. Da sind sie auch nicht an den Bürgermeister gebunden in dem Moment. Wohingegen sie in allen anderen Bereichen, und das trifft zum Beispiel auch dann auf die stellvertretenden Ortsvorsteher zu, den Bürgermeister oder den Ortsvorsteher vertreten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Nico Neuser irgendwo vertreten soll, weil er sagt, hier, ich bin in Urlaub oder nicht da oder ich habe zwei Termine zur gleichen Zeit, geh du bitte dorthin für mich. Dann bin ich verpflichtet, nicht als Alexa Bach dahin zu gehen, sondern als Stellvertreter vom Ortsvorsteher. Und da muss ich dann natürlich auch so auftreten und die Meinung oder auch die Ansichten des Ortsvorstehers in dem Moment vertreten. Und genauso wie der Beigeordnete eben die Meinung der Verwaltung des Bürgermeisters vertreten muss, wenn er irgendwo hingeht als Ersatz für den Bürgermeister. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, wenn man dann irgendwie denkt, na, das ist jetzt aber nicht mein Projekt hier und ich finde das eigentlich gar nicht so toll. Aber das ist Demokratie. Und wenn man immer Hü und Hott und dann kommt gerade heute mal jemand anderes hier hin und entscheidet was um, so funktioniert es ja dann leider auch nicht und die Leute müssen sich ja auch darauf verlassen können. Ja. Was sind im Moment deine wichtigsten Anliegen im Bobberder Stadtrat, die du vertrittst oder die Projekte, mit denen du dich wirklich mit Herzblut beschäftigst, wo du sagst, das ist jetzt mein Ding, an dem ich gerade arbeite, wo ich sage, das ist sehr wichtig für mich? Also mir liegt wirklich ganz besonders hier in der Kernstadt, ich bin ja auch aus der Kernstadt und dem Buga-Ausschuss am Herzen, dass wir es hinbekommen, dass die Kernstadt sich bei der Bundesgartenschau einfach von ihrer besten Seite zeigen kann. Da ist jetzt der Ideenwettbewerb oder der Realisierungswettbewerb gelaufen und da am 6. März geht es ja los jetzt am Sonntag mit der Ausstellung der Gewinnerpläne oder einfach aller Pläne, die da eingereicht wurden. Und das ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit,
weil die Rheinallee in Boppard hat also das Potenzial, das Filetstück unserer Kernstadt zu werden. Wenn Besucher nach Boppard kommen, wir stehen hier im Bopparder Hamm, wenn man hier rüber schaut, man schaut auf die Rheinallee. Ich finde es immer wieder ein Spektakel, wenn ich im Dunkeln nach Hause komme und ich komme aus Fahrtrichtung Koblenz über die B9. Ich fahre hier um die Kurve, gerade im Sommer, wenn dann die Lichter alle an sind und ich sehe das Spiegeln am Rhein, das ist einfach immer wieder toll. Also andere Leute, die zahlen richtig viel Geld dafür, hier Urlaub zu machen. Wir dürfen hier wohnen und es ist auch wirklich unsere Pflicht, das so zu gestalten, dass wir das Beste da rausholen. Das ist für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Da gehört auch dazu, dass der Bahnhof endlich barrierefrei wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Es kann nicht sein, dass, wenn dann irgendwann Bundesgartenschau ist, die Leute kommen hier an, sind am Bahnhof und der Rollstuhlfahrer kommt die Treppe nicht runter und muss irgendwie getragen werden. Das ist eine Schande. Das geht einfach so nicht mehr. Da müssen wir auch versuchen, noch mehr Druck aufzubauen auf die Bahn, dass das noch weiter in der Priorisierung nach vorne rutscht. Und als junger Mensch und als Selbstständiger liegt mir auch wirklich am Herzen, dass die Stadt die Finanzen ein bisschen solide in den Griff bekommt. Wir haben jetzt gerade einen Haushalt verabschiedet und es ist tatsächlich so, dass von jedem Euro, den wir als Stadt investieren, ob das in Projekte ist, die schon lange geplant sind oder in neue Projekte, sind 70 Cent schuldenfinanziert. Und wenn ich mir das als junger Mensch für mich überlege, wenn ich drüber nachdenke, ich möchte irgendwo bauen, klar, dann muss ich auch einen Kredit aufnehmen, aber dann muss ich schauen, dass ich den auch abbezahlt bekomme. Dann muss ich schauen, dass, wenn die Zinsen steigen, im Moment sind wir in einer Niedrigzinsphase, aber wer weiß, wie lange noch, mit den Krisen in der Welt jetzt gerade, wer weiß, wie es weitergeht. Dann muss ich schauen, dass ich das auch finanziert bekomme, wenn sich was verändert. Und es kann halt nicht sein, dass wir jetzt hier uns ausleben und alles machen, wie wir das irgendwie lustig finden und jeden Wunsch erfüllen, der irgendwo aus der letzten Ecke kommt, das darauf aufgebaut, dass dann die Generationen nach uns das alles abbezahlen müssen. Und da liegt mir das sehr am Herzen, dass wir es priorisieren in Boppard. Das haben wir jetzt ein Stück weit mit dem Haushalt schon getan, dass eben nicht alle Projekte drin aufgenommen werden konnten. Priorisieren heißt für mich nicht, dass nur die Dinge, die große Ortsbezirke vorhaben, ganz oben auf die Liste kommen, sondern priorisieren heißt, dass die Sachen wirklich einzeln angeschaut werden, was ist wichtig. Wenn ich selbst mein Geld zu Hause ausgebe, dann priorisiere ich ja auch. Dann überlege ich mir, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Kredit kann ich vielleicht aufnehmen und dann gehe ich hin und repariere erst mein Auto, mit dem ich zur Arbeit fahren muss, weil das brauche ich halt. Und dann hole ich mir vielleicht noch irgendwie ein neues Handy, weil das ist schon alt und stürzt immer wieder ab. Das würde zwar noch irgendwie funktionieren, aber es ist trotzdem eine gute Investition. Und dann lasse ich vielleicht die Küche noch unsaniert, weil die funktioniert noch und ist vielleicht nur nicht hübsch. Und so müssen wir, denke ich, in Boppard auch vorgehen, dass wir einfach schauen, was sind wirklich Projekte, und zwar unabhängig davon, sind die in der Kernstadt, sind die in einem kleinen Ortsbezirk, sind die in einem großen Ortsbezirk, sind die vielleicht auch irgendwo, wo Rivalitäten unter den Ortsbezirken bestehen. Das darf einfach nicht wichtig sein. Da müssen wir sagen, das ist was, das hilft uns allen, das ist wichtig. Da können Straßen ganz oben auf der Liste stehen, da können ÖPNV-Angebote ganz oben auf der Liste stehen, da kann vielleicht auch mal wirklich eine große Investition auf der Liste stehen oder auch Kleinigkeiten. Manchmal ist mit sehr wenig Geld viel erreicht. Du hast mir eben gerade ein schönes Stichwort geliefert, die Krisen dieser Welt. Wir haben gerade aktuell die Ukraine-Krise. Ich bin auch selbst am Sonntag mit auf dieser Friedensbewegung gewesen. Du hast sicherlich davon gehört. Was denkst du darüber? Ja, also ich war auch am Sonntag um 12 auf dem Markt. Das war mir auch wirklich wichtig. Es ist hier, ich weiß nicht, ob ich das Zitat zusammenbekomme, aber Erich Maria Remarque, das war ja einer der großen Schriftsteller so um die Weltkriegszeit herum, hat auch selbst im Krieg gekämpft und war in Kriegsgefangenschaft. Der hat gesagt, ich habe immer geglaubt, alle Menschen sind gegen den Krieg, bis ich festgestellt habe, dass es welche gibt, die dafür sind, insbesondere die, die nicht hin müssen. Mhm. Und genau so habe ich immer gedacht, der Kalte Krieg, das war, also ich bin 92 geboren, ich habe den Kalten Krieg nicht miterlebt. Ich habe das nie wahrgenommen, wenn man in der Schule gelernt hat, die Leute hatten Angst um ihr Leben, hatten Angst, dass irgendwo ein Atomkrieg ausbricht. Da habe ich gedacht, ja, jetzt so in der Rückschau, natürlich wurde da kein Atomkrieg ausgelöst. Aber wenn ich jetzt höre, Putin aktiviert die Atomstreitkräfte, da kriege ich auch ein bisschen Angst tief in mir drin, dass ich denke, was ist denn dann, wenn? Was passiert denn dann? Und das ist einfach ein Unding, dass da ein Tyrann hingeht und ein Land angreift dafür, dass es frei sein will, dafür, dass es Demokratie haben will und dafür, dass es sich selbst orientieren möchte in der Welt, wo es hingehört. Also ich hatte geglaubt, wir sind darüber hinweg, wir sind offensichtlich nicht darüber hinweg und da müssen wir als Europäer mit aller Härte hin und müssen sagen, nein, das geht so nicht.
da müssen wir für unsere Freiheit und für die Demokratie kämpfen. Und da also ist auch jedes Mittel, das die deutsche Regierung jetzt aktuell angeht und das die Europäische Union jetzt gerade freigibt, ist mir da lieb und recht. Ja, der Putin hat zuerst jahrelang sein Volk belogen und jetzt hat er die ganze Welt belogen. Er hat ja wiederholt immer wieder gesagt, dass er die Armee nicht zusammenzieht, um die Ukraine anzugreifen. Ja. Und als denn alle versammelt waren, hat er es doch getan. Dann könnte man auch schlussfolgern, er ruft jetzt die Atomstreitkräfte in Bereitschaft, sagt zwar, er will sie nicht einsetzen, aber kann man ihm da noch trauen? Also Vertrauen nicht. Meine Hoffnung stützt sich nicht auf Putin, sondern meine Hoffnung stützt sich darauf, dass dieser Krieg ja auch den Rückhalt in der russischen Gesellschaft jetzt wahrscheinlich nicht in seiner Gänze hat. Ich bin kein Außenpolitiker, ich kenne mich mit dem weltpolitischen Geschehen mit Sicherheit nicht so gut aus, aber ich hätte die Hoffnung, dass irgendwo vernünftige Menschen sitzen, weil Putin kann ja auch nicht alleine diese Rakete starten. Irgendein General sitzt dazwischen, da sitzt noch irgendein Techniker dazwischen, da sitzt irgendwer, der das Bedienpult bedienen muss, da sitzt einer dazwischen, der den Kampfjet fliegen muss, der das Ding auch absetzen muss. Und ich habe die Hoffnung, dass da irgendwo noch ein gesunder Menschenverstand besteht, dass die sich sagen, was wird das hier, wenn wir das anfangen, dann sterben bei uns ja auch Menschen. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwo eine Atomwaffe zündet und alle sagen, oh ups. Also dann ich will mir gar nicht vorstellen, wie das dann weitergeht. Ich fand es beängstigend. Ich habe ja als Tierärztin bestelle ich ja auch immer mal Medikamente. Ich habe jetzt letztens beim Großhandel bestellt und habe angezeigt bekommen, wie das so ist, wenn man irgendwo in den Checkout, also in den Einkaufswagen geht. Da kam die Anzeige, andere Kunden kauften auch. Und der meistbestellte Artikel jetzt gerade ist wohl, sind Jodtabletten. Das zeigt ja einfach, dass die Menschen, haben Angst davor, dass irgendwo Atombomben fallen. Die wollen sich schützen und das ist einfach schlimm. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass wir in Europa stehen und auf europäischem Boden irgendwo Krieg haben. Ich habe immer gesagt, das ist auch ein Grund, warum die CDU für mich wirklich stark und wunderbar ist, dass die immer für die Demokratie und für den Frieden in Europa eingetreten sind seit der Gründung der Bundesrepublik und dass da auch auf europäischer Ebene viel erreicht wurde. Die CDU steht uneingeschränkt zu Europa und hat das auch über die Jahrzehnte hinweg getan und das ist mir unsagbar wichtig. Wir können so froh und glücklich sein, dass wir die EU haben und ich glaube, alles, was wir tun müssen, ist die EU weiter stärken, Europa weiter stärken und uns als Europäer mehr als Deutsche sehen, dann hätten wir solche Probleme weniger. Ich hoffe, wir kommen da mit einem blauen Auge davon und können den Putin vielleicht ein bisschen in seine Schranken weisen, obwohl das mit Sicherheit schwer wird. Und wie es mit der Ukraine weitergeht, das werden wir dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich erfahren. Du hast wahrscheinlich schon die Entwürfe zur Bobberter Rheinallee gesehen, könnte ich mir vorstellen. Nee, also ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Es ist ja so, dass der Wettbewerb erstmal Geheimen, das klingt so verschwörerisch. Nein, er war im Nicht-Öffentlichen ist das ja abgehalten worden. Ich habe keinen Platz in den Kommissionen bekommen, die sich damit beschäftigt haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Die Parteien haben jeweils eben eine Person entsandt und da ist die Wahl auf jemand anderen gefallen. Das ist auch völlig, völlig legitim. Ich habe natürlich das gelesen, was der Nico auf Facebook geschrieben hat. Ich hätte auch irgendwie Beziehungen, mein Vater ist im Bauamt, der ist für diese Geschichte verantwortlich, aber ich habe noch nichts gesehen. Also ich habe noch keinen Plan gesehen, ich habe noch nirgendwo reingeschaut. Ich bin sehr gespannt auf den 6. Ich freue mich, dass das Ganze eigentlich ein sehr schöner Prozess ist, der eben jetzt damit endet, dass das öffentlich wird und dass alle Einsicht erhalten in die Pläne. Und wollte mich da jetzt auch nicht vordrängeln, hätte da auch keinen Grund für gesehen. Die Entscheidung fällt ja noch nicht am 6. Und da bin ich jetzt ganz offen und freue mich richtig drauf, auch nach dem, was ich jetzt in dem Interview mit dem Herrn Bürgermeister gehört habe, was da so alles an verschiedenen Highlights auf uns zukommen könnte. Ja, ich bin sehr gespannt, muss ich wirklich sagen. Ich werde auch am Sonntag mit einer der Ersten sein, die dort hineinrennen, um zu gucken, wie das Ganze denn mal werden könnte. Ja. Gibt es sonst noch etwas, was du vielleicht den Bobber dann bei dieser Gelegenheit mitteilen möchtest? Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft? Wie sieht's aus, wenn du deinen Doktortitel hast? Bleibst du Bobbert erhalten oder suchst du dann den Weg in die große, weite Welt? Oder wirst du vielleicht hier vor Ort eine Praxis eröffnen und uns erhalten bleiben? Also ich bin sehr glücklich in Bobbert. Ich würde hier nicht weg wollen. Da ändert die Doktorarbeit nichts dran. Ich bin ja schon selbstständig, ich bin aber ja spezialisiert auf Pferdezähne. Also ich bin quasi im Volksmund, würde man Pferdezahnarzt sagen. Das ist jetzt nicht ganz
der richtige Begriff, aber dass man sich was drunter vorstellen kann. Ja. Und mache das ja auch schon selbstständig, aber das ist ja mobil. Also da brauche ich keine großen Praxisräume. Meine Praxis ist mein Auto, mit der bin ich unterwegs und fahre von Stall zu Stall und behandle da die Pferde. Und das gefällt mir gut. Ich habe eine wunderbare Kundschaft, die wirklich nett ist, die sich freuen, wenn man kommt, die oft auch einen Kaffee oder ein Stück Kuchen für einen haben. Und da, wo man dann auch mal ein paar Minuten länger bleibt für einen Plausch, das gefällt mir, das würde ich nicht eintauschen wollen. Und dein Hauptarbeitsgebiet ist auch hier in der Region oder fährst du auch weiter weg zu Kunden? Ich habe auch ein größeres Praxiseinzugsgebiet. Ich habe einen Teil der Praxis von einer Kollegin übernommen, die jetzt Ende des Jahres in Rente geht. Und deswegen ist mein Praxisgebiet hier so ein bisschen Vorderhunsrück, Eifel bis runter Rheinhessen. Die andere Rheinseite ist relativ wenig mit dabei. Das liegt zum Großteil auch an der schlechten Verkehrsanbindung. Wenn, ich sag mal, eine Brücke würde mir zu Pass kommen, dann hätte ich ein doch etwas anders aussehendes Praxisgebiet vielleicht, aber man soll sich nicht beschweren. Gut. Ich danke dir recht herzlich für das Interview. Gern. Und hoffe, dass wir uns bald mal wieder bei einer Gelegenheit treffen und mal über neue Dinge sprechen. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei der Doktorarbeit und dass wir uns vielleicht am Sonntag bei der Besprechung bzw. bei der Besichtigung dieser Planung für die Rheinallee sehen. Und vielleicht kannst du dann ja noch den einen oder anderen Ton zu diesen Entwürfen sagen. Alexa, recht herzlichen Dank für den Wein. Super Idee. Das hätte ja eigentlich von mir kommen müssen. Dann. Ich habe da noch eine Frage, die dazu passen würde. Weinkönigin oder Bacchus? Also als junge Frau, die sehr von der Ausbildung und den Seminaren von der Konrad-Adenauer-Stiftung profitieren durfte, gerade im Hinblick auf freies Sprechen, Rhetorik, mit Personen in Kontakt kommen und Selbstbewusstsein bilden, muss ich sagen, ich würde es einer jungen Frau sehr gönnen, weil die Stadt ja ein Paket geschürt hat mit der Weinkönigin, das wirklich Wert darauf legt, dass da eine Persönlichkeit herangebildet werden kann, dass man da auch im Selbstbewusstsein gewinnt und diese Position voll ausfüllt. Deswegen muss ich sagen, Weinkönigin. Zum Wohl. Ich würde sagen, darauf trinken wir ein Schlückchen. Zum Wohl. Ja, die zweite Frage war dann Haseneier, top oder flop? Ja, für mich top. Top. Dann natürlich abschließend noch die Rheinallee. Soll alles so bleiben, wie es bisher war? Oder brauchen wir da wirklich eine eingreifende, tiefgreifende Renovierung? Da muss sich was verändern. So wie es jetzt ist, ist es nicht mehr zeitgemäß. Die Autos in der ersten Reihe, ein Auto hat nichts von der Aussicht, ein Auto hat nichts von der Flaniermeile. Die Menschen hätten was davon. Deswegen, da muss sich was ändern und da wird sich was ändern. Prima. Dann sage ich nochmal vielen Dank. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Zuwohl. Auf den Bopper daheim. Genau. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich danke dir recht herzlich auch. Ist ja auch immer im Bopper daheim stehen, ist ja immer schön. Ein Träumchen heute. Richtig. Und dann bei dem Wetter. Es wird Frühling. Vielen Dank. Bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, an euch, liebe Zuschauer, geht wie immer der Aufruf: Bitte liked und abonniert uns, hauptsächlich auf YouTube. Abonnieren, natürlich auch auf Facebook. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.